auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Und schon im Spiel über Fortuna Gehfeld gegen VfB Bretten 1:3. Wir bedanken uns für den Besuch. Dominik, sicherlich kein einfaches Spiel gewesen heute. Ergebnis ist vielleicht deutlicher ausgefallen als es vom Spielverlauf her gewesen wäre. Wie hast du das Spiel gesehen? Also es war ein hart umkämpftes Spiel heute für uns. Wir sind sehr, sehr gut in das Spiel reingekommen. Die ersten 20 Minuten waren wir klar die bessere Mannschaft meiner Meinung nach. Habe zwei wirklich blitzsaubere Tore rausgespielt. Und die Führung war zu dem Zeitpunkt verdient, aber über den gesamten Spielverlauf ist natürlich Kirchfeld spielerisch die bessere Mannschaft gewesen, hat viel Ballbesitz gehabt und im Endeffekt war es einfach ein hart umkämpfter Sieg. Mit viel Kampf, mit viel Leidenschaft haben wir uns die drei Punkte mit nach Bretten genommen. Ja, wie sieht es für euch aus? Ihr seid Aufsteiger, seid noch unten an den Abstiegsplätzen dran. Was habt ihr euch, also ja, wie denkst du, macht ihr euch jetzt in der Aufstiegssaison und also in der Saison nach dem Aufstieg und was könnt ihr euch für Ziele setzen? Ja, das Ziel ist ganz klar für uns der Nichtabstieg. Was anderes gibt es hier gar nicht. Wir haben uns Ziele gesetzt, kleine Ziele, jetzt erstmal bis zur Winterpause noch den einen oder anderen Punkt zu holen. Wir haben noch viele harte Gegner vor der Brust, wir spielen noch gegen die ersten fünf. Von dem her wird es nicht einfach sein, aber man hat heute gesehen, dass wir auch gegen die Spitzenmannschaften mithalten können. Und wir sind da hoch zufrieden und aktuell sind wir wirklich im Soll, haben ein bisschen Einbruch gehabt, zwei, drei ordentliche Niederlagen kassiert. Aber mittlerweile geht es da wieder ordentlich voran. Das sind immer guter Dinge. Ja, nächster Gegner, TSV Grunbach, auch ein Aufsteiger, aber ja, zumindest an diesem Spieltag an der Spitze gewesen, also vor diesem Spieltag. Sicherlich kein einfaches Spiel. Wie werdet ihr diese Aufgabe zu lösen versuchen? Nee, das ist mit Sicherheit kein einfaches Spiel. Grunbach ist eine Spitzenmannschaft, trotz dass sie Aufsteiger sind. Wie wir das Spiel gestalten, kann ich nicht sagen. Ich kenne viele Mannschaften in der Landesliga noch nicht. Und wir denken da immer von Spiel zu Spiel, aber wie ich schon gesagt habe, man hat es heute gesehen, mit den Spitzenmannschaften können wir mithalten, wenn der Kampf, wenn der Einsatz, wenn die Leidenschaft da stimmt. Und momentan sind wir da wirklich gut drauf. Und dann schauen wir mal, was nächste Woche dabei rausspringt. Ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön, dir auch. Worauf wartest du noch? Jetzt den passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.